durch den frühen Rückstand engagiert und mit viel Druck nach vorne. Uwe Schneider, gar nicht schlecht für den Anfang. Uwe Schneider, bereits in der vergangenen Saison von Eintracht Frankfurt zum VfR gekommen. Helmut Dieterle hatte sich seinen Einstand bestimmt ein wenig anders vorgestellt, jedoch Ahlen eigentlich spielbestimmend und torgefährlicher. Michael Mason, doch der Ball rutscht ihm leicht über den Spann. Somit keine Gefahr für Kickers-Schlussmann Ronny Kockel. Seit dem Führungstor zieht sich seine Mannschaft zurück. Rainer Zobel sichtlich unzufrieden über diese Haltung. Vor allem auch, weil man dem VfR Aalen immer besser ins Spiel kommen lässt. Okic, Doppelspiel mit Mason auf Agu. Und da ist es passiert, der 1:1 Ausgleich in der 36. Minute. Festus Agu, in dieser Saison vom Zweitliga-Aufsteiger Schweinfurt zum VfR Aalen gewechselt. Für Agu bereits das zweite Tor in dieser Saison. Man kann nur hoffen, dass er sich bei diesem verunglückten Freudensalto nicht gezerrt hat. Man merkt, die Stuttgarter Kickers wollen sich zeigen, versuchen immer wieder frühzeitig das Spiel der Aalener zu zerstören. Und dies gelingt auch immer wieder. Doch was sie dann aus ihrem Ballbesitz machen, ist einfach nicht genug. Aalen im Spiel nach vorne, abgeklärter, ballsicherer und gefährlicher. Olhoff und Bochtler mit einem Gewaltschuss. Doch das Tor zählt nicht. Schiedsrichter Peter Sippel hatte abgepfiffen. Olhoff hatte eine Schwalbe gemacht. Zu Recht, wie die Wiederholung zeigt. Somit auch verdient die gelbe Karte. Peter Sippel sowieso heute mit einer Klasseleistung. Gute Übersicht, hat das Spiel bislang voll im Griff. Die zweite Halbzeit, die Stuttgarter Fans voller Erwartungen. Vielleicht bringt die Einwechslung von Rainer Scharinger ja etwas. Denn Shimamura hatte zuvor absolut enttäuscht. Doch auch in der zweiten Halbzeit Aalen von Beginn an am Drücker. Das ist Olhoff. Gleich wieder zu Beginn der erste Warnschuss. Die Stuttgarter Kickers jetzt völlig in die Defensive gedrängt. Aalen absolut dominierend. Mason, Olhoff und Ronny Kockel. Aalen spielte wie aus dem Lehrbuch. Nur im Abschluss fehlt ein wenig Abgeklärtheit. Der anschließende Eckball. Unsicherheit bei Ronny Kockel. Brassard klärt auf der Linie. Der Ball immer noch im Spiel. Branko Okic. Kein schlechter Versuch von Aalens Mittelfeldregisseur. Ersatztorhüter Kockel verschätzt sich, aber auf Brassard war Verlass. Helmut Dieterle kann es kaum glauben, seine Mannschaft drückend überlegen. Teilweise wird Gastgeber Stuttgarter Kickers geradezu vorgeführt. Nächste Chance Aalen. Olhoff und erneut Ronny Kockel. Bis auf wenige kleine Patzer. Heute mehr als ein Ersatz für den verletzten Stammtorwart Harald Eberts. Jedoch für ihn gab es keine Ruhepause. Aalen, das war ein einziger Sturmlauf. Agu, die 2:1 Führung für den VfR Aalen. Mehr als hochverdient zu diesem Zeitpunkt. 65 Minuten sind bislang absolviert. Festus Agu, der Neueinkauf, heute ein Glücksfall für den VfR. Klasse vorbereitet von Okic und Agu macht alles richtig. Gut zu sehen auch, dass Thomas Ritter nicht energisch genug dazwischen geht. Hochverdient die Führung, das denkt sich sowohl das Publikum als auch die Trainerbank des VfR. Kurz danach Wechsel bei Aalen. Der zweifache Torschütze Agu durfte gehen. Für ihn neu im Spiel Miguel Koulibaly. Und das Spiel der Aalener geht gerade so weiter.
allen heiß auf mehr. Die Stuttgarter Kickers wirken chancenlos. Okic und Kockel. Das Spiel zerrte stark an den Nerven von Kickers-Präsident Axel Dünnwald-Metzler. Denn es hörte gar nicht mehr auf. Wieder Ahlen, wieder Okic. Und Koulibaly setzt nach. Und wieder ist bei Ronny Kockel Endstation. Ohne Kockel legen die Stuttgarter Kickers schon jetzt hoffnungslos zurück. Dann jedoch eine Szene mit Seltenheitswert, ein Angriff der Stuttgarter Kickers. Giuseppe Greco. Doch der Schuss, leider nur ein Schüsschen. Die letzte Chance im Spiel, dann wieder für Ahlen. Koulibaly läuft sich prima frei. Doch am Abschluss will ihm heute einfach kein Tor gelingen. Danach pfiff Schiedsrichter Sippel das Spiel ab. 2:1 gewinnt der VfR gegen die Stuttgarter Kickers. Es war ein Spiel auf ein Tor. Ja, ehrlich gesagt, glich das Spiel der Ahlener eher einer Fußballdemonstration. Die Kickers in allen Belangen unterlegen. Wer so spielt, hat kaum Chancen, in Liga 2 aufzusteigen. Kaum zu glauben, dass dies die ersten 3 Punkte für den VfR Aalen in dieser Saison waren. Der Tabellenplatz 5 gibt dieser Geschichte ja auch recht. Heute also eine hohe Hürde für den VfR Aalen. Ob diese genommen wurde, das sagt Ihnen nun mein Kollege Holger Wienpahl. Alles ganz entspannt in Wehen. Eine übersichtliche Kulisse im Rücken von Ahlens Trainer Ditterle, der nur eine Sorge hat, die linke Abwehrseite. Der zuletzt starke Iseli fehlt den Ahlenern wegen Muskelproblemen. Und deswegen dort auch gleich die Problemzone Ahlens. Cassio da Silva soll dort sichern und ist sicherlich anfangs überfordert. Das ist der Cassio da Silva. Ahlen brauchte etwas, um ins Spiel zu kommen. Eine gewisse Schläfrigkeit zum Anfang beim VfR. Idrissou läuft da Silva davon. 1:0 gerade mal die 8. Minute. Und Ahlen hatte bis dahin überhaupt noch nicht stattgefunden. Nebenher statt mittendrin die gesamte VfR-Defensive. Aber wenn der VfR in den vergangenen Wochen etwas gewonnen hat, dann neben Punkten auch Selbstbewusstsein. Der Rückstand rüttelt wach. Nach einer Viertelstunde wird endlich kombiniert. Okic und alles andere als ein klarer Fall. Aber Schiedsrichter Hoffmann aus Ansbach pfeift trotzdem Elfmeter. Okic leicht berührt, aber stark gefallen. Elfmeter Agu gegen Lache. Agu heißt der Sieger. 1:1 der Stand. Ein Tor mit Folgen. Jetzt der VfR, nämlich souverän. Spielerisch dem SVW deutlich überlegen. Angetrieben immer wieder vom starken Branko Okic, ein Brecher mit Technik Martin Braun. Und das war einfach nur Pech. Ein paar Zentimeter und Ahlen wäre mit einer Führung in die Kabine gegangen. So aber 1:1 und trotzdem alle Ruhe bei Helmut Dieterle. Denn Ahlen beginnt den zweiten Durchgang so souverän, wie der VfR den ersten beendet hat. Jetzt allerdings mit Schöckel für da Silva und viel Schwung gegen nervöse Hessen. Ahlen spielt gut, Wehen macht's leicht. Sekundenlang alle vom SVW interessierte Beobachter des Tabellenneunten aus Württemberg. Und der macht, was er will. Branko Okic spaziert durch 3 Wehner hindurch die Führung für den VfR. Völlig verdient zu diesem Zeitpunkt. Zwar noch eine halbe Stunde zu spielen, aber Ahlen ganz locker auf der Gewinnerstraße. Zu dominant der VfR in dieser Phase. Bochtler, Lache, Agu, 3:1, von wegen. Der Treffer zählt nicht. Bei Bochtlers Schuss soll Agu passiv im Abseits gestanden haben. Beim Nachschuss wurde er dann aktiv. Viel Diskussionsstoff, aber viel zu früh, um schon während des Spiels zu diskutieren. Der Gegenzug, Benetisha, klasse gemacht. Der Ausgleich, Benetishas 8. Treffer in dieser Saison. Allerdings ein Tor, das sich der VfR selbst zuzuschreiben hat. Und jetzt Ahlen auf einmal minutenlang von der Rolle. Wehen schon geschlagen, schlägt zurück. Idrissou. Dieses Mal ein klarer Fall.
In der Zeitlupe wird's deutlich, Schöckel und Neumann treffen alles, außer den Ball. Elfmeter. Wen's das Silber? Gegen Sabanov. Mühelos die Führung für den Gastgeber. Und damit nicht genug. 6 Minuten später, Ecke, wieder Idrissou. 4:2. Damit alles klar in Wehen. Immerhin, Aalen versucht bis zum Ende die Wende. Aber der Anschlusstreffer ist der Rest. Michael Butrei. 3:4 verliert Aalen in Wehen. Völlig unnötig. Und das findet auch der Anhang. 18 Fans, die erst einmal froh sein müssen, wenn Aalen 40 Punkte auf dem Konto hat. Endlich in der ersten Viertelstunde, wo es lang ging, Agu, Braun und Raffel. Thomas Raffel, der hielt 2 Elfer in Trier. Tja, die Aalener Fans, die waren gut drauf und die Iren, die waren's auch immer wieder. Griffen sie an, aber dann endlich ein Konter der Ansbacher von Tui eingeleitet. Der Mann aus der Viererkette auf Paul. Der sieht Collins, die Sturmspitze, und aufgepasst, Cescuti, Sandro Cescuti, 19 Jahre, ein Riesentalent auf der linken Außenbahn, aber heute war er schwach. Direkter, die Aalener, Rogosic, der darf Mutterseelen allein flanken und Agu darf Mutterseelen allein schießen. 0:1 in der 16. Minute. Festus Agu, in Franken ein guter Bekannter, der Ex-Schweinfurter mit seinem Saisontor Nummer 8. Ansbach weiter ideenlos und der Kapitän Eisenberger sagt bitteschön und Festus Agu sagt Dankeschön. 0:2 in der 27. Minute. Festus Agu, der Nigerianer, mit seinem 2. Streich. Tja, das war bitter. Schlecht sah sie aus, die Viererkette der Ansbacher. Wolfgang Bartusch, erster Heimsieg in weiter Ferne. Aber die letzte Viertelstunde vor der Halbzeit, stärkste Phase der Ansbacher. Das war Eisenberger, der Kapitän. Aufgerückt, brandgefährlich. Und nochmals die Kultkicker. Collins und Schöckel auf der Linie. Paul, die eine Sturmspitze, auf Collins die andere. Und tja, dann kommt auch noch Pech dazu. Halbzeit auf den doppelten Agu-Schock. Zwar Bratwurst im Bredler und Hoffen auf Durchgang 2, aber nix war es mit der Hoffnung. Das ging weiter, wie es in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Schöckel, Agu und Kanjuk wie im Training. 0:3, 57. Minute, die Ansbacher Abwehr offen. Tut mir leid, es so deutlich sagen zu müssen, wie 3 Scheunentore. Schauen Sie, der Festus Agu mit dem Schulterblatt und Kanjuk wie im Training. Tja, und was war mit den Ansbacher Chancen in Durchgang 2? Hier vielleicht eine Dreiviertelchance durch Kessler. Also, Ansbach ohne Brunner, ohne Müller, ohne Schleicher, chancenlos. Und Okic, der Spielmacher der Aalener, Endstand 0:4. Eine bittere Heimniederlage der Spielvereinigung Ansbach. Unsere Stärken liegen auswärts und ich hoffe, dass wir... Paul Linz, der Eintracht-Trainer, unter Zugzwang. Derzeit wird man in Trier den hohen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Dasselbe gilt für sein Aalener Pendant Helmut Dieterle. Nur Platz 12 in der Liga, keine Spur mehr von den ursprünglichen Aufstiegsambitionen. 2 Trainer, 1 Ziel, 3 Punkte. Und Aalen mit dem offensiveren Beginn. Selbstvertrauen durch 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen. Kanjuk mit dem Kopf auf Miguel Koulibaly. Daniel Ischdonat auf der Hut. Die Gäste weiter spielbestimmend, aber ohne ihren besten Stürmer Festus Agu, der grippegeschwächt zunächst nur auf der Bank Platz nehmen konnte. Okic auf Rogosic und knapp ist bekanntlich auch vor. Dann Freistoß Trier. Matthias Keller mit dem Versuch, Erol Sabanov schon geschlagen. Nur das Aluminium verhindert die Trierer Führung. Trier bemüht, die Pleitenserie von 3 Niederlagen nacheinander endgültig zu beenden. Daniel Winkler auf Mehmet Dragusa. Die exzellente Flanke und Rudi Tömmes mit gekonnter Flugeinlage. Josef Aziz glücklos im Nachschuss. Noch einmal
der tolle Kopfball von Tömmes und die ebenso gelungene Parade von Sabanow. Trier wieder im Vorwärtsgang. Die Ahlener Abwehr im Chaoszustand. Einzig Sabanow letztlich mit Überblick. Der Keeper wieder Retter in der Not. Das Spiel ein offener Schlagabtausch. Die Gäste mindestens ebenbürtig und sehr offensiv ausgerichtet. Rogosic auf Kanyuk. Riesenchance. Schon in der vergangenen Woche in Ansbach hatte der junge Ungar eine Spitzenleistung gezeigt. Trier immer bemüht, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Matthias Keller. Der Doppelpassversuch mit Daniel Winkler. Doch Erol Sabanow einmal mehr sicherer Rückhalt. Matthias Keller zum ersten Mal seit Wochen nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder dabei. 0:0 zur Pause, trotzdem, die Stadionwurst schmeckt doch immer irgendwie. Der Beginn der zweiten Halbzeit wie schon die Endphase der ersten Hälfte zerfahren. Neutralisation im Mittelfeld und viel Misslungenes auf beiden Seiten. Weitere Kostproben dieser Art ersparen wir Ihnen und uns. Trier endlich wieder mit Vorzeigbarem. Matthias Keller, der Beste auf Trierer Seite. Einmal mehr glänzender Vorbereiter Rudi Tömmes. Diesmal hätte auch Sabanow nichts zu halten gehabt. Die drei Niederlagen in Folge haben Spuren hinterlassen. Auch Tömmes fehlt offenbar das Selbstbewusstsein und die Ruhe vor dem Tor. Dann wieder die Gäste mit Okic. Die Flanke wird abgefälscht und Neno Rogosic mit dem 1:0 für Ahlen. Eine nicht unverdiente Führung. In der Zeitlupe schön zu erkennen, dass Greskowiak den Ball unglücklich trifft. Nutznießer Neno Rogosic. Trier zunächst geschockt durch den Rückstand, aber nicht lange. Freistoß Dragusa und ein wuchtiger Kopfball von Roland Behnschneider. 1:1, der Ausgleich in der 66. Minute. Behnschneider mit seinen 1,99 Meter, ein Trierer Kopfballungeheuer, das mittlerweile auch auf dem Zettel des U21-Nationaltrainers Hennes Löhr steht. Ahlen selbstbewusst keineswegs verunsichert und mit dem eingewechselten Goalgetter Festus Agu, der jedoch die Treffsicherheit zunächst deutlich vermissen lässt. Ahlen cleverer mit den besseren Chancen in der Schlussphase. Festus Agu, seine Qualitäten als Vollstrecker werden hier überdeutlich, das 2:1, sein 10. Saisontor, die Entscheidung in der 85. Minute. Wir machen einfach zu viele einfache Fehler. Wir kämpfen zwar, aber wie heißt es, kommt im Moment gar nichts bei rum. Und er soll die Stuttgarter Amateure wieder auf den richtigen Kurs bringen. Reinhold Fanz, 47 Jahre jung, kein Unerfahrener im Trainergeschäft, denn bereits 5 Vereine als Verantwortlicher hat er hinter sich. Darunter auch große Namen wie zum Beispiel Hannover 96 oder auch die Frankfurter Eintracht. Doch Gastgeber Ahlen in den weißen Trikots konnte heute relativ gelassen ins Spiel gehen. Nach 2 Auswärtserfolgen herrscht viel Selbstvertrauen in der Mannschaft. Und das merkte man von Beginn an. Rogosic und Agu. Der Nigerianer für diesen Ball mindestens 10 cm zu klein. Und der VfR Ahlen gab in den ersten 30 Minuten weiter den Ton an. Von ihm gingen einfach die gefährlicheren Aktionen aus. Stuttgart mit Problemen und Kanyuk, aber direkt in die Arme von Markus Miller. Die VfB-Amateure weitestgehend auf die eigene Abwehr beschränkt, bislang nur selten gefährlich vor dem Ahlener Tor. Morena. Aber diesen Freistoß schießt Fabio Morena normalerweise besser. Ahlens Trainer Helmut Dieterle wurde langsam ein wenig nervös. Noch kein Tor für sein Team. Zudem die Gäste aus Stuttgart immer besser. Verwirrung im Strafraum und Kurani. Hier fehlte nicht viel. Je länger das Spiel torlos blieb, desto schwerer taten sich die Ahlener. Richtig gefährlich für Stuttgart wurde es immer nur, wenn er am Ball war. Festus Agu. Aber es gibt ja noch einen Markus Miller im Tor der Gäste. Danach war Halbzeit. Schiedsrichter Tobias Wels hatte in den ersten 45 Minuten nicht wirklich viel zu tun gehabt.
unserer Heimatstadt. Dann die zweite Halbzeit. Der VfB nun ein wenig offensiver. Musste er auch werden, denn selbst ein Unentschieden ist für Tabellenplatz 17 zu wenig. Michael Fink. Das Tor jedoch für diesen Kopfball eindeutig zu weit rechts. Doch auch der VfR Aalen hatte wohl zur Pause vom Trainer Helmut Dieterle einiges zu hören bekommen, denn auch der Gastgeber beschleunigte sein Spiel. Butrei, Agu und Miller. Klasse gemacht von allen beteiligten Akteuren. Der VfR jetzt mit mehr Platz. Durch das offenere Stuttgarter Spiel waren die Räume nicht mehr ganz so eng. Rogosic und Agu. Diesmal zielte er besser das 1:0 für den VfR Aalen in der 64. Minute. Festus Agu mit seinem 11. Saisontreffer. Für Aalen wirkte das Tor wie ein Befreiungsschlag. Stuttgart musste nun hinten aufmachen, mehr riskieren. Dies gab Platz zum Kontern über Butrei und Rogosic. Doch es blieb dabei. 1:0 gewinnt der VfR Aalen gegen die Amateure des VfB Stuttgart. Ein hart erkämpfter, jedoch verdienter Sieg. Mir war von vornherein klar, dass das heute ein sehr enges Spiel wird, wo wir viel Geduld haben. Reporter ist Klaus-Peter Hofer. 5 Tore hat Festus Agu bereits für den VfR Aalen in dieser Saison erzielt. Heute wurde der Nigerianer aufgrund einer Knöchelprellung erst einmal von seinem Trainer Helmut Dieterle geschont. Agus Pendant auf Darmstädter Seite heißt Sascha Meyer. Ebenfalls mit 5 Toren bislang bester Torschütze seiner Mannschaft. Er konnte heute. Christian Simon. Muski völlig frei. Das 2:1 für den SV Darmstadt. 63 Minuten waren gespielt. Die komplette Aalener Hintermannschaft im Tiefschlaf. Für Muski das Tor nur noch Formsache. Dem Torschützen jedoch wurde sein Jubeln am Zaun zum Verhängnis. Gelb gab es hierfür vom Schiedsrichter. Und da er schon verwarnt worden war, gab es Gelb-Rot. Darmstadt in den letzten knapp 30 Minuten daher nur noch zu 10. Der VfR musste nun etwas tun, um nicht komplett unter die Räder zu geraten. Das ist Tobias Iseli. Immer noch Iseli und Klaus. Was der heute hielt, war schon aller Ehren wert. Aalen merkte man nun an, dass sie sich noch lange nicht geschlagen geben wollten. Dieterle hatte inzwischen den müden Koulibaly rausgenommen. Für ihn nun Festus Agu im Spiel. Und der führte sich gleich prächtig ein. Das 2:2, 9 Minuten vor dem Ende. Der Joker Agu mit seinem 6. Saisontor. Prima gemacht, ohne zu zögern, direkt aus der Drehung. So schießt man Tore. Doch die Partie war noch nicht vorbei. Aalen spielte mit Wut im Bauch, ein Punkt war ihnen einfach zu wenig. Das ist Neno Rogosic, ebenfalls erst kurz zuvor eingewechselt. Und er probiert es einfach mal. Unglaublich, das 3:2 für den VfR Aalen. Die Führung in der 89. Minute. Rogosic mit viel Platz vor dem gegnerischen Tor. Eiskalt ausgenutzt. In den letzten Minuten passierte dann nichts mehr. Beide Mannschaften warteten eigentlich nur noch auf den Schlusspfiff. Dann hatte der Schiedsrichter Friedrich Bielmeier ein Einsehen. 3:2 besiegt der VfR Aalen SV Darmstadt 98. Ein wenig glücklich ist der Sieg schon. Alles in allem jedoch nicht unverdient. Wir haben jetzt in der Tat 3 Spiele nach dem Rückstand noch umgedreht. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Wir müssen noch kompakter spielen, noch starker spielen. Und der Stand können wir doch von Aufstieg wieder reden. Am Anfang der Saison, nach den 3 Niederlagen, hat niemand an uns geglaubt. Die Mannschaft hat an sich geglaubt. Sie haben jetzt 3 Spiele hintereinander gewonnen und man sieht, dass ihr Potenzial in Aalen ist. Sehen die Zuschauer, die Fans, die stehen hinter der Mannschaft und gratulieren nochmal der Mannschaft. Ein Riesenerfolg hier. Aalen hat heute bewiesen, dass sie inzwischen zu einer Mannschaft zusammengewachsen sind. Wer so viel Moral zeigt und zudem noch das notwendige Glück besitzt, der kann am Ende der Saison vielleicht doch noch aufsteigen. Tja, das mit dem Thema Aufstieg, das wird noch ein weiter Weg, da weiß keiner besser als Helmut Dieterle, der Coach vom VfR Aalen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Dieterle.
Wie viel Freibier wollen Sie eigentlich dem Kollegen Muski spendieren dafür, dass er sich hat vom Platz stellen lassen nach seinem affenartigen Jubler da am Zaun und damit womöglich die Wende eingeleitet hat? Ja gut, ob er allein für die Wende verantwortlich ist, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Allerdings war es ein wesentlicher Punkt, da wo wir dann noch mehr Auftrieb bekommen haben und mit 10 Mann...